Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, und pünktlich um 17 Uhr ist es wieder soweit. Sie startet ihre, unsere 5 Euro Überraschungsshow. Und das heißt, eine halbe Stunde lang sind alle Produkte, ganz egal, was sie gerade eben noch gekostet haben, für Sie, für diese Sendung auf gerade mal 5 Euro herunter reduziert. Wir drei wissen nicht, was heute auf uns zukommt. Wir lassen uns aber gerne gemeinsam mit Ihnen überraschen. Und ich würde sagen, wir legen auch los mit der Schnäppchenjagd. Oh ja. Und dazu brauchen wir Diana. Ja, magst du buzzern? Ich warte. Ich warte auf die Kamera 7. Sehr gut. Hallöchen, Diana. Noch eine goldene Regel. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. Und wir beginnen mit Schmuckuhren. Ja. So, es gibt 2 verschiedene Varianten dieser Edelstahl-Armbanduhren. Ich gebe es mal direkt weiter an Diana. Die sehen eigentlich auf einem Handgelenk einer Dame beide klasse aus. Wie spät ist es denn? 17 Uhr? So. Es geht also um eine Armbanduhr. Einmal in der Herrenvariante und einmal in der Damenvariante. Theoretisch gesehen sind sie eigentlich baugleich, nur in der Größe unterscheiden sie sich ein wenig. Der Knaller ist natürlich, dass Sie hier für 5 Euro eine wirklich ausgewogene und richtig auch qualitativ hochwertige Armbanduhr bekommen. Mit einem laufruhigen japanischen Quarzuhrwerk. Sie haben ein stabiles Metallgehäuse dran. Ja. Das Ganze, der Gehäuseboden, Armband, alles komplett rostfreier Edelstahl. Und vor allen Dingen ist das eine sehr, sehr schöne flache Bauweise. Und viele Männer kennen immer das Problem, wenn du so eine dicke Zwiebel am Handgelenk trägst. Mhm. Ja, und dann ein Hemd unter einem Sakko beispielsweise oder ein langärmeliges Hemd anhast, dann die Manschette unten immer dran. Mhm. Das kann hier nicht passieren, das rutscht also quasi über die Uhr drüber und sieht einfach nur richtig edel aus, gerade in diesem hochglanzpolierten Edelstahl. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn wir sowas anbieten können, weil das ist ja eine batteriebetriebene Uhr, so wie die viele Uhren heutzutage. Ja. Und wenn du heutzutage mit irgendeiner Uhr zum Batteriewechsel gehst, zahlst du ja auch schon 9 oder 10 Euro. Mitunter. Jetzt haben wir hier eine komplette 20. Uhr mit nagelneuer Batterie, die kostet insgesamt nur 5 Euro. Also das ist für mich unbegreiflich und sie sieht auch noch richtig toll aus. Hier. Klasse, das muss man sagen. Also ich würde auch das größere Modell auch für mich bevorzugen. Meine ich ja. Also ich finde, du kannst also auch als Dame ruhig das Herrenmodell tragen. Andersrum weiß ich nicht. Aber heutzutage ist ja nichts. Heutzutage geht das auch. Nichts ausgeschlossen. Übrigens, Spritzwasser geschützt bis 3 Atmosphären, das heißt alltagstauglich. Also ohne weiteres mehr Hände waschen oder sowas, alles überhaupt kein Thema. Sehr schön gemacht und auch die Kunden sind voll des Lobes. Der Herbert aus Böhlen beispielsweise schreibt uns eine gut aussehende, flache Herrenarmbanduhr. Ja. Sehr schönes Edelstahlarmband, leicht und schnell an- und abzulegen. Klar, durch diesen Butterfly-Verschluss ist das schon eine richtig schöne Angelegenheit. Das gleiche gibt es eben auch in der Damenvariante. Wie gesagt, gleiches Modell, baugleich, also auch batteriebetrieben. Auch Spritzwasser geschützt, auch Edelstahl, nur eben in sich. Nochmal etwas schmaler für ein schönes, zartes Handgelenk einer wunderschönen Dame. Du, aber kannst du jetzt auch die Herren- und die Damenversion kaufen und beide in einer Partnerschaft tragen das? Dann zeigst du auch durch die Uhr irgendwie eine Art von Zusammengehörigkeit. Ein Partnerlook, Na klar. Mit Sicherheit auch ganz interessant. Oder auch für eine Frau, sie kann auch beide auch tragen. Ich finde beide Modelle auch Du meinst je nach Kleidung? Ja, natürlich. Eine rechts, eine links. Ja, zum Beispiel so, wenn du hast einen Boyfriend-Look, kannst du auch so Herrenmodelle anziehen oder diese elegante, wenn sie tragen so ein Kleid oder was sehr elegant ist. Also ich finde das wirklich Wahnsinn für 5 Euro, dass sie haben Möglichkeit, heute diese schöne Uhr zu kaufen. Aber ehrlich zu sein, das ist wirklich, ich würde mir auch diese große bestellen. Ist euch mal aufgefallen, dass die Mädels heutzutage Turnschuhe oder Sneaker tragen? Boyfriend Jeans, Herrenoberhemden, so den Undercut eigentlich, die typische Frisur eines Mannes. Sie hat heute nicht zu Hause geschlafen. Ja, genau. Ja. Also Pulli vom Boyfriend mit. So ungefähr, Aber ich finde, andersrum tragen Männer aber nichts von den Frauen. Jeans habe ich gesehen, so wie Leggings. So eine Röhrenjeans. Skinny Jeans. Skinny. Bitte machen Sie das nicht, das sieht nicht schön. Es ist Geschmackssache, erlaubt es, was gefällt. Aber ich finde diese Uhren, egal ob Damen- oder Herrenversion, ist mit Sicherheit auch eine tolle, tolle Geschenkidee. Ja, absolut. Super Geschenk. Und auch hier haben wir viele Kundenstimmen. Die Clara aus Wiefelstede beispielsweise. Dieses Produkt ist schlicht, aber sehr schön und lässt sich super gut tragen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Klar, bei 5 Euro für das Stück schon sehr außergewöhnlich. Ich habe die Uhr meiner Frau geschenkt. Sie hat sich sehr darüber gefreut und ist sehr zufrieden damit. Ja. Schreibt uns auch der Hendrik aus Bielefeld. Und die
Kathrin aus Erfurt ergänzt noch: tolle Optik der Uhr sowie des Armbandes, sieht sehr wertig aus, tolles Tragegefühl, Genauigkeit und so weiter als Geschenk. Toll geeignet. Die NC 7388 für die Herren und die NC 7389, bitte die 569 nicht vergessen, für die Damenvariante. Weißt du, wenn du so eine Uhr trägst, das glaubt dir doch keiner, dass du da nur 5 Euro dafür bezahlt hast. Ja? Nee. Sicherheitsfallschließe ist auch noch dran. Also wirklich der Wahnsinn. Ja, Dankeschön, ja, ja. Diana. Dank. Es geht weiter mit einem, auf jeden Fall ein Zweier-Set. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei? Oh ja. Beleuchtung. Also, natürlich darf das ist ein Zweierset, LED-Arbeitsleuchten im Baustrahler-Design, die richtig hell sind, obwohl sie nur 3 Watt an Strom brauchen. Apropos Strom, batteriebetrieben mit 3 AAA-Batterien. Und da hast du mal flexibles Licht überall. Oh, ist die hell. Also, bin ich also schon, also Baustrahler hat wahrscheinlich jeder so ein Stück weit vor Augen, wie so ein Baustrahler aussieht, eigentlich wie der hier, nur in groß. Und natürlich hat so ein Baustrahler auch eine enorme Leuchtleistung. Ja? Wenn ich auch an die Baustrahler von früher denke, mit einer klassischen Beleuchtung, die wurden extrem heiß. Die mussten also da erstmal, konntest du Spiegeleier drauf braten. Da konntest du echt ein Spiegelei drauf braten. Mittlerweile ist das eine LED-Technik, das heißt, die werden überhaupt nicht heiß und sind unglaublich kompakt und komfortabel, besonders dieses Modell. Weil sie das also in jede erdenkliche Art und Weise hinstellen, hinlegen, hinhängen, nur fliegen lassen können sie es quasi nicht. Also egal, wo sie Licht brauchen, Schmeißen. Sie haben also alle Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Moment, guck oder? Mal, die fliegen auch. Und der Norbert aus Schieder-Schwallenberg schreibt, die Leuchten sind multifunktional, hatte sie mit zum Camping. Die Lampen lassen sich sowohl in verschiedenen Positionen und Varianten aufstellen, als auch mit einem zusätzlichen Haken aufhängen. Die Lichtleistung reichte aus, um für meine Kinder eine Spielfläche von ca. 15 x 15 Metern auszuleuchten. Boah. Und das mit gerade mal 2 dieser Lampen. Die fliegen. Also das ist auch genial. Fliegen können sie auch noch. Ja? Fliegen können sie auch noch. Nur fangen müssen wir noch üben, oder? Ja, so. Aber fliegen können sie schon. Aber das war ja unglaublich. 15 x 15 Meter, das ist ja also wirklich schon Auch du, großartig. Ich kann mir das vorstellen, wenn du mal in der Dämmerung Tischtennis spielen willst, stellst du links, rechts 2 so Leuchten auf, hast du ein Flutlicht. Ja, auch wenn du mal draußen was machen willst, kommst du in die Dämmerung rein oder was und willst nochmal eben irgendwie im Garten ein bisschen brosseln oder wie auch immer oder bist mal im Keller oder am Dachboden oder in der Garage mal unterwegs und brauchst mal eine zuverlässige Lichtquelle, da ist sowas natürlich einfach großartig. Also ist einstellbar in allen möglichen Varianten, ausgesprochen robust und mega hell und genau so soll es sein, nur der Preis ist klein. Für gerade mal 5 Euro eine sehr gute Geschichte hier. Die Bestellnummer ist die NC 7926 und die 569. Und hier stand noch ein schöner Satz dran. Ultra kompakt und flach, passt in jeden Werkzeugkoffer. Ja, ja, also einen großen Baustrahler kriegst du nicht in die Werkzeugkiste. Nee. Aber den zusammengefaltet ist er ja richtig flach und kompakt und dann passt er da rein. Also auch das oder eine Schublade, auch das ist natürlich ein Riesenvorteil. Klasse, sehr schön. Also, schöner Artikel in der 5-Euro-Überraschungsshow. Und die Überraschung geht weiter. Ja, Highlight. Ja. Jetzt wird's klein. Ich bin gespannt. Klein. Ja. Klein, aber fein. Klein, aber fein, ja. Ich würde sagen, das ist ein Universal-Batterientester, oder? Oh ja, ganz richtig. Ja. Braucht man immer, finde ich, weil Batterien braucht man auch eigentlich in jedem Haushalt. Und dann kommt es halt immer darauf an, sind die Batterien jetzt noch voll in dieser Schüssel, Schublade, wo auch immer sie die aufbewahren, oder leer. Und hiermit kann man das dann einfach mal testen. Vielleicht sind sie auch noch mittelvoll oder halt fast leer. Je nachdem, wie sie das Leben so betrachten, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. So 3/4 Aber voll. Dann kann man die auch noch mal verwenden für eine Fernbedienung vom Fernseher oder so. Also ich sehe gerade, da kannst du sogar Knopfzellen damit testen. Hier haben wir so eine LCD-Anzeige, da wird der Füllstand angezeigt. Dann natürlich AAA, AA, Typ C, Typ D, alles dabei. Also, 9-Volt-Blöcke hier unten habe ich auch noch entdeckt. Ja. Auf der Unterseite, also wirklich alle gängigen Batterien. Und das halte ich für ganz wichtig, weil du hast absolut recht, oftmals bei Spielzeugen zum Beispiel, die werden langsam oder fangen an so zu eiern. Und die Batterie könntest du aber noch ein Jahr lang in der Fernbedienung reinmachen, weil die nicht ganz leer ist. Ja? Also da kannst du auch Geld sparen mit sowas. Ist und vielleicht auch für Knopfzellen. Einmal die alten Batterien durchtesten, die man irgendwo noch rumfahren hat. Sind die wirklich noch voll oder sind sie schon zum Recyceln? Wenn man sich ja mal überlegt, was Batterien mittlerweile kosten, ist aber die sind ja schon vor knapp einem Jahr oder was schon sehr teuer geworden. Ja. Seltene Erden ist da häufig das Problem. Und bevor man jetzt so etwas ganz einfach entsorgt, obwohl man noch die halbe Energie zur Verfügung hätte, wäre es dann wirklich ärgerlich. Hier sehen Sie auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen, also auch noch diese Skala mit einem grünen, einem gelben und einem roten Bereich, quasi so frei nach dem Ampelprinzip, sehen Sie also auch nicht nur, ob da jetzt generell noch was drin ist, sondern sogar wie viel
Spannung jetzt hier noch auf der Batterie drauf ist. Und das funktioniert eben mit allen gängigen Batterientypen, die man im Haushalt hat. Von den kleinen Knopfzellen angefangen. Doppel-A, Triple-A, 9-Volt-Block hast du eben gesagt. Ja, die Typ C, die Typ D. Also lässt sich alles super einspannen und mal eben schnell kontrollieren. Sehr, sehr praktisch. Finden auch sehr viele Kunden. Also wir haben hier super viele Kundenzuschriften. Die sind alle richtig begeistert. Und der Jürgen hat uns zum Beispiel auch geschrieben, sollte in jedem Haushalt hilft Energiesparen bzw. vorzeitiges Wegwerfen von Batterien. Ja, das ist auch immer halt wirklich eine Geldsache. Und wie Carsten schon gesagt hat, man sieht es der Batterie sonst eben nicht an. Aber hiermit können Sie das dann schön mal nach diesem Ampelprinzip sich anschauen und dann eben auch nochmal verwenden. Mit der NX 4853 und natürlich der 569 zu bestellen. Und das für 5 Euro finde ich wirklich super. Sollte man auf jeden Fall jetzt hier direkt mitnehmen. Passt schon. Ja. Also ich finde es so vernünftig. Passt. Also Batterientester, den kaufst du einmal, da hast du jahrelang Freude dran. Legst du einfach zu den Batterien dazu und bevor du irgendwas zum Recyceln bringst, guckst mal kurz nach, wie viel ist denn eigentlich noch drauf. So. Ich fahre wieder richtig schnell hier, ui, in Gedanken vertieft, aber wir haben so Preisalarm. Schnell. Siehst du, deshalb hatte ich so eilig. Preisalarm heißt, dass wir hier jetzt ein extrem reduziertes Produkt haben und deshalb die Eingrenzung maximal 1 pro Besteller. Würde ich ihn sofort blind bestellen, bevor das Kontingent weg ist. Spielzeug. Ja. Also Kabel brauchen wir jetzt hier nicht, weil wir keinen Fernseher haben, ist aber im Lieferumfang enthalten mit einem ganz einfach Doppel-Cinch-Anschluss und zwar einmal für Bild und Ton, passt also an jeden handelsüblichen Monitor oder Fernseher. Aber das hier ist das Wichtige. Das ist eine Spielekonsole mit, jetzt musst du mir helfen, 200 oder 240 Spielen. 240 Spielen, das glauben Sie mir normalerweise nicht, aber ich garantiere es Ihnen, 240 Spiele. Das sind so typische 16-Bit-Games, ja, die man so aus den 80ern, frühen 90ern kannte. Also jetzt keine topmoderne Spielekonsole-Geschichte. Mittlerweile zahlst du ja für so ein blödes Spiel, für so eine Spielekonsole. Schon so zwischen 80 und 100 Euro. Das ist ja unfassbar, was die mittlerweile dafür verlangen. Hier sind 240 Spiele drauf, die wir so ein bisschen so aus den 80er, 90er Jahren kennen. Ob das jetzt so Jump-and-Run-Spiele sind, ob das Puzzle- oder sportbasierte Spiele sind, Arcade-Spiele, Skispiele, all sowas eben. Also inspiriert von den Klassikern der Videospielgeschichte. Damit bin ich ja groß geworden, mit so einem Atari, so mit Pac-Man und mit Asteroids und ja, so ja, weiter. Ja, können wir uns alle daran erinnern. Wir haben da viel Taschengeld verloren damals. Allerdings. Auch. Und sehr viel Zeit investiert. Mhm. Aber das macht immer noch Spaß und da kann man auch mal der Jugend zeigen, guck mal, so haben wir früher gebettelt. Und was mir wirklich gefällt, heutzutage die Spiele sind so hochmodern und so hochauflösend, dass du Realität von Spiel fast nicht mehr unterscheiden kannst. Ja, so, in der so Tat. Echt sind die. Da weißt du noch, was ein Spiel ist. Ja? Und ob du jetzt mit einem Flugzeug irgendwelche anderen Flugzeuge jagst oder ob du über die Landstraße fegst, man kann es unterscheiden von der Realität. Und das macht trotzdem riesig Spaß. Und was mich am meisten überrascht hat, alle Jungen, denen ich es gezeigt habe, einschließlich Diana und Monika auch die waren total begeistert. Das macht nämlich auch den Jungen Spaß. Ja. Monika, was ist dein Lieblingsspiel hier? Ich spiele gerne Jump and Run. Richtig, das mag ich auch sehr gerne. Ja. Also, springen und laufen. Bei Diana weiß ich auch, die Autorennen sind ihr, weil die fährt ja auch im Privatleben wie eine gesenkte Sau. Genau so. Und genauso fährt sie auch bei den Spielen. Aber es macht in Spaß. Flensburg ist die Straße nach ihr benannt. Sie ist Verkehrshindernis, sie fährt viel zu langsam. Aber es macht richtig Spaß. Jetzt schauen wir mal auf pearl.de, was diese Spielekonsole kostet. 12 Euro. Dann sehen Sie da jetzt für 5 Euro. Es ist der Preisalarm. Maximal eine Konsole pro Besteller dürfen wir zulassen. Aber die hast du auch, kannst du mitnehmen in der Jackentasche. Und wenn da mal so ein Familienabend langweilig wird oder was weiß ich, dann schnappst du die Kiddies und sagst, komm, wir zocken mal ein bisschen. Eine Runde. Ja, und dann zeigst du denen die Spiele aus den 80er, frühen 90er Jahren. Also ich denke gern zurück an die Zeit. Ja, sehr schönes, unterhaltsames Spiel für unsere Enkel. In Klammern 4, 8, 10 und 12 Jahre alt. Ja, da ist mit Sicherheit was los in der Bude. Ja, wenn sie uns besuchen wird mit der Retro-Videospiele-Konsole mit 240 16-Bit-Games und TV-Anschluss gespielt. Egal wo, ob sie jetzt ein etwas älteres Röhrenmodell, vielleicht noch irgendwo in der Ferienwohnung vorfinden im Urlaub, wenn es mal regnen sollte beispielsweise. Oder eben auch mal zu Hause an einem modernen Flachbildschirm über die entsprechende Kabellage, die übrigens schon im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie diese Spielekonsole mit nochmal 240 Spielen wirklich überall andocken können und einfach mal ebenso Plug and Play loslegen und mit Sicherheit ihre Freude dann haben. Das ist wirklich ein schöner Time Waster, den wir hier haben. Und da ist mit Sicherheit bei so vielen Spielen. Oh, sowas spiele ich auch gern. Ja, zack. Hüpfen. Hüpfen. Zack. Zack, zack.
Das war knapp. Oh ja. Da wird auch geübt. Also da gibt es so viele Spiele. Ich habe die Konsole ja zu Hause. Ich habe es bis heute nicht geschafft, alle Spiele mal anzuprobieren, auszuprobieren. Ja. Ich habe so meine 7, 8 Lieblingsspiele. Oh, ja. Und da wird ab und zu mal gedattelt. Ja, warum nicht? Bestellnummer ist die NX4880. Und vergessen Sie mir die 569 bitte am Ende der Bestellnummer nicht. Denn dann wissen die Kollegen im Service Center, dass sie den günstigen TV-Sonderpreis bekommen. So, unser Preisalarm übrigens war das gerade. Das heißt, bitte nur einmal pro Besteller. Aber ich glaube, da hat die ganze Familie Spaß dran. Also, Spielzeug hatten wir endlich mal wieder. Jetzt bin ich schon mal glücklich. Dankeschön. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt gehen wir in die Küche. Jetzt gehen wir in die Küche? Ja. Ja. Nein. Etwas doch machen. Halt sie auch sonst. Nein, nein, nein. Ah. Guck mal, wir können das teilen. Wir dünsten Gemüse. Ja. Richtig, es ist ein Dampfgareinsatz für alle Töpfe zwischen 18 und 27 cm. Du machst also aus einem ganz normalen Kochtopf einen Dampfgarkochtopf. Cool. Und das ist ja absolut modern. Ja. Du arbeitest also auch, du kochst auch mit Dampfgarer, oder? Natürlich, ja. Was ist da der Vorteil? Dass alle Vitamine bleiben drin und Gemüse bleiben auch so knackig, so in al dente Form. Ja. Mhm. Das Gemüse bleibt knackig da drin, das stimmt. Also das Ganze ist für Fisch, für Fleisch, für Gemüse, für Kartoffeln und vieles mehr. Und die Doris aus Berlin schreibt das, was Diana gerade gesagt hat. Egal welches Gemüse Sie garen wollen, der Geschmack und die Vitamine bleiben. Ja, das ist ganz wichtig. Günther aus München schreibt, seit ich den Dämpfeinsatz benutze, behalten die Kartoffeln ihren guten Eigengeschmack. Ich werde mich fürs Gemüse noch einen bestellen. Und die Juliane, das ist der dritte und letzte Kundenbeitrag. Der Dampfgareinsatz ist besonders geeignet für Menschen mit kleinen Küchen oder für Singles, da der Einsatz sich der Topfgröße anpasst und somit mit wenig Aufwand kleine Portionen gart. Also ich muss sagen, ich habe einmal ein Video gesehen, genau mit diesem Zeug. Jemand hat seine Haare so strecheln gemacht, so blondiert. Ich wirklich habe das Video gesehen. Also sie müssen das nicht. Ach so, als Aufsatz und dann rausgezogen und dann das blondiert. Ja, und dann, die haben das gefärbt. Ich habe gedacht, das machen wir mit so einer Art Bademützen. Sah sehr gut aus. Ich kenne also das mit so einer Plastikfolie, wo da mit so einer Häkelnadel die Strähnen rausgezogen werden. Normalerweise so Mütze kannst du kaufen, so aus Gummi. Aber ich habe auch mit diesem Gerät das gesehen, vor ein paar Tagen irgendwo im Internet. Könnten wir beim Einsatz als Dampfgarer bleiben? Das ist mehr so Wenn Sie was versuchen, dann schicken Sie uns bitte ein Video. Wir müssen das auch sehen. Vielleicht wollen Sie den Brokkoli färben, man weiß es ja nicht. Ja, mein blauer Brokkoli soll ja auch ganz nahrhaft sein. Nein, aber es ist ganz einfach so, dass man eben in jedem handelsüblichen Topf, einen Dampfgarer machen kann. Ganz einfach reinstellen, quasi auf die richtige Größe einstellen. Das passiert hier also in Windeseile und einfach dann ein bisschen Wasser in den Topf rein und aufkochen. Dann wird das Ganze dampfgegart. Könnte ich mir jetzt auch mal mit einem schönen Stück Fisch vorstellen. Beispielsweise. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Es ist die NC3106 und die 569. Und ich glaube, du kannst da wirklich auch gesünder kochen. Also Fett, brauchst weniger Fett und eben das Gemüse bleibt knackiger. Ja. Ganz, ganz klar. Dampfgaren bis für viele. Aber viele kaufen sich einen extra Dampfgar-Kochtopf, der richtig Geld kostet. Ja? Schweinig. Und wenn du das aus jedem Kochtopf einen Dampfgarer machen kannst, ist das wesentlich einfacher. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe überhaupt keinen Plan. Taka-taka. Ja, Diana hat recht. Wir haben einen 3-in-1 Handtaka mit 600 Klammern. Wow. Das ist cool. Also sowas im Baumarkt, da zahlst du ein Vielfaches mehr. Das ist alles Vollmetall. Das ist sehr, sehr stabil, das merkt man schon. Hier übrigens TÜV GS, also geprüfte Sicherheit, das halte ich auch immer für wichtig. Ich kenne sowas vom Theater. Ich habe früher in einem Amateurtheater gespielt. Wir haben die Kulissen immer selber gemacht. Und da wurde oft Holzgestelle bespannt mit Leinen. Ja? Ja. Und das hast du festgemacht. Aber ich kenne sowas natürlich auch, wenn du Stühle frisch beziehst. Ja. Auch wird es festgetackert. Bei Bildern mit so einem Spannrahmen. Teichplanen oder ähnliches. Ja. Also ich finde, das ist eine tolle Erweiterung für jeden Werkzeugkoffer und vor allem super günstig. Ich habe den sogar benutzt. Bei meinem Balkon habe ich oben so ein Kunststoff-Welldach drauf, wo natürlich die ganze Zeit die Sonne drauf stand. Das war mir einfach zu heiß, also habe ich mir ein Stück Stoff besorgt und habe an die Holz unserer Konstruktion diesen Stoff ganz einfach dran getackert. Hat hervorragend funktioniert. Und ich glaube, gerade so für den Hobbybereich ist so ein Tacker immer mal sinnvoll. Jetzt weiß ich aber nicht wirklich, was so ein Tacker normalerweise im Einzelhandel kostet.
Aber ich behaupte mal, ein kompletter Tacker wie dieser hier, den man auch noch einstellen kann, quasi mit der Eindringtiefe, also von der Spannweite also her. Mehr wahrscheinlich. Die wirst du wahrscheinlich für 5 Euro so nicht bekommen können. Ich behaupte, dass die 600 Klammern sind dabei, oder? Ja, dass du für diese Reserveklammern normal schon 5 Euro bezahlst. Ja. Ohne Tacker. Guck mal, das ist eigentlich relativ einfach. Das machst du raus, hier wird es eingelegt. Rundrückenklammern. Rundrückenklammern. Und hier Verstellschraube für optimale Druckanpassung, das, was du gesagt hast. Das ist super. Also gerade auch vielleicht von so einem Kasperle-Theater hat uns hier die Gisela aus Mainz geschrieben, um damit die Vorhänge anzubringen. Und das in den Holzrahmen zu befestigen, ist das auch eine gute Idee. Also normalerweise müsste ich ja jetzt Diana die Klammern geben, damit sie den Tag erfüllt. Bloß aber nicht. Die macht ja nur wieder Dummheit. Ihr habt mir extra diesen leeren Gut bemerkt, aus Sicherheitsgründen. Ja. Du hast gesehen, ich war der ist GS geprüft, geprüfte Sicherheit und das soll auch so bleiben. Ja. Du, aber ich finde die wirklich sehr, sehr sinnvoll. So kleine Reparaturen, mal Folien festmachen, Stoffe festmachen. Möbel, auch wenn sie Sitzmöbel, oftmals kann man bei Stühlen die Sitzfläche abmachen, da kann man mal eine frische Bespannung drauf machen. Aber da braucht man so einen Tacker. Mit Kleber geht das nicht, ja, weil das nicht hält. Aber damit hält es eben. Und das ist so einfach auch für den Laien. Und deshalb finde ich, es ist eine sinnvolle Erweiterung von jedem Werkzeugkasten. Es gibt so gewisse Dinge, glaube ich, die man als Bastler gerne mal zu Hause hat. Dazu zählt für mich eine Heißklebepistole und ein Tacker. Ja, was du nicht tackern kannst, klebst du. Oder eben andersrum. Und so ein Tacker ist also wirklich sehr, sehr zuverlässig. Also 2, 3 Tackernadeln rein, hast du also wirklich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis und minimalen Aufwand. Weil der Tacker natürlich jetzt hier mit dem Druck auch hervorragend dann einsetzbar ist. Also das kann wirklich jeder, auch dann, wenn du ein bisschen weniger kräftig bist oder was, kannst du damit hervorragend umgehen. Ich habe ihn selber getestet und ich war vom Ergebnis her absolut zufrieden damit. Hat wirklich absolut gepasst. Und für 5 Euro plus Tackernadeln mit Sicherheit ein Highlight auch bei Ihnen zu Hause. Ich wusste gar nicht, dass es Tackerklammern, Tackernägel oder Rundklammern hierfür gibt. Aber da ist alles mit dabei, 600-teiliges Zubehörset. Also damit sollten Sie wirklich weit kommen. Die Bestellnummer ist die NC5322 und natürlich die 569. Und unsere Kunden sind auch richtig begeistert davon. Und ich auch. Also ich finde das super, gerade für 5 Euro hervorragend. Ja, und sehr günstig. Rundrücken-Klammer-Tackernadel. Rundrücken... Nächstes Produkt, bitte. Rundrücken-Klammer-Tacker. Rundrücken-Klammer. Zwei Worte werden dir in deinem Leben viele Türen öffnen. Welche Worte? Und ziehen. Ja. Und ich verwechsel es immer. Push und Pull. Ja. Musst du überlegen, was ist jetzt Pull? Und wenn es nicht dran steht, mache ich immer das Falsche. So, oha, Tablets gibt es jetzt. Für 5 Euro. Willst du auch? Naja, vielleicht nicht ganz. Schau mal, was geworden. So was Ähnliches. Sieht zumindest aus wie ein Tablet-Computer. Egal, ob jetzt etwas größer oder etwas kleiner. Ist ein Zweier-Set wohlgemerkt. Aber es ist kein Tablet-Computer, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Es sind quasi, wie soll man sagen, Schneidbrettchen, Frühstücksbrettchen, genau sowas. Aber einfach mal eine richtig coole Angelegenheit. Wieso kriege ich 2 kleine und du behältst 2 große? Weil das so muss. Weil das so muss. Okay. Also das Set besteht aus einem, ich würde es mal 7 Zoll und einem 10 Zoll Tablet und ist aus Glas und eben ein Schneidebrett. Aber ich finde das mal wirklich eine originelle Idee. Aber ich backe keine. Das ist aber eine coole Geschichte hier. So, 2 Glasschneidebretter übrigens, komplett aus Glas, stabile Glasoberfläche, kratzfest und hygienisch, kommt natürlich auch noch mit dazu. Stimmt. Viele legen da großen Wert drauf, gerade beim Schneiden von Fisch oder von Fleisch beispielsweise, dass du eben hier eine hygienische Unterlage hast. Anti-Rutsch-Unterseite über die 4 Gumminoppen und einfach nur mit Schwamm und Spülmittel sauber machen. Also richtig cool gemacht und ich glaube, dass man damit einem Fan von solchen Tablets von smarten Gerätschaften im Allgemeinen, glaube ich, eine Riesenfreude machen kann. Sowas mal als Frühstücksbrettchen auch mal im Büro oder was fürs zweite Frühstück. Ja, als Geschenk für so einen Nerd. Ja? Ja. Also ich finde es toll. Diese 2 Größen sind klasse. Als Schneider, als Freschbarbrettle, wie man im Badischen sagt, Akkustand ist auch okay. Da kriegt Monika keine Panik. Ja. Guck mal, da und oben WLAN steht Akku. Ist auch verbunden. Und WLAN ist auch verbunden. Ist also verbunden. Alles in Ordnung mit den Schneidebrettern. Sehr gut. Ich finde es mal eine tolle Geschenkidee. Ja, das ist aber klasse hier, oder? Ja. Könnte man auch theoretisch noch für ein echtes Tablet so Geld drauf machen als Geschenk. Zum Beispiel. Könnte man auch noch verbinden. Zum Beispiel. Jetzt haben wir hier eine sehr schöne Kundenstimme von dem Sebastian aus Dresden. Der hat es getestet. Ich habe sie schon mehrmals bestellt, weil ich sie gerne verschenke und sie so gut bei Freunden und Verwandten ankommen. Ein neutrales Geschenk und auch sehr praktisch. Doch der optische Aspekt besticht am meisten. Einfach toll. Man kann sie auch im Büro als Untersetzer für heiße Tassen verwenden. Da staunen die Kolleginnen
wenn man im ersten Moment glaubt, es wird auf Tablet abgestellt. Lustig, schreibt er uns, und genauso ist es auch. Schon mehrfach nachbestellt für Bekannte, kam sehr gut an, sehr empfehlenswert. Das ist auch ein Riesengag, oder? Also mit Sicherheit. Frühstücksbrettchen irgendwie mit so einem, ja, mit so einem Blumenmotiv oder irgendwie ein paar Hasen drauf oder so. Naja, haben wir alle schon mal gesehen, aber das hier ist doch mal eine coole Angelegenheit. Besonders dann, wenn Sie das Ding dann irgendwann später in die Spülmaschine stellen. Wer das hört, sieht Tablet in die Spülmaschine. Ja. Oh, ja. NC2360 übrigens, bevor Sie fragen, und die 569. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Oh. Ich glaube, du bist ein Fan von diesem. Jetzt weiß ich, dass du Fan davon bist, Carsten. Oh ja, ja, ja. Von LED-Beleuchtung. Jeglicher Art. Und das ist wirklich USB. Das ist LED-Beleuchtung, und zwar 2 Meter lang. Aber das Ganze ist nicht nur weiß, oder, sondern in allen Regenbogenfarben und vor allem auch per WLAN oder App oder Sprachsteuerung zu steuern. Also eine WLAN-Lichterkette, LED-Lichterkette für 5 Euro. Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Also das ist wirklich klasse. Normalerweise so eine 2 Meter LED-Leiste oder auch mal 5 Meter, oder was sind so die Klassiker, die liegen normalerweise schnell bei 15 bis 20 Euro. Besonders eine, die du jetzt eben nicht nur mit so einer klassischen Fernbedienung jetzt eben zuschaltest, rot, gelb oder blau, sondern auch noch eine, die du eben per App steuern kannst, was also die Farbgebung betrifft, aber auch die, den entsprechenden Modus. Mhm. Jetzt haben wir hier einen Modus, der blinkt. Ich gucke mal, ob ich den umschalten kann. Kann man sicher auch händisch machen. Schön finde ich, dass diese Ketten selbstklebend sind. Wir haben es jetzt als TV-Hintergrundbeleuchtung gesehen. Aber somit könnte ich mir auch gut eine Vitrinenbeleuchtung oder Regalbeleuchtung vorstellen. Ja. Und dann eben mit den verschiedenen Farben. Hier sehen wir es rot, aber das geht natürlich in allen Regenbogenfarben, weil diese sogenannten RGB-LEDs mit drin sind. USB-Stromversorgung, das heißt, wir brauchen auch nicht viel. Ein bisschen eine Powerbank. Über eine Powerbank, das heißt, du brauchst nicht viel Strom. Den Stromverbrauch können wir also vernachlässigen. Und wenn Sie eben WLAN zu Hause haben, können Sie es vom Handy aus steuern oder sogar per Sprachsteuerung, wenn Sie einen Sprachassistenten zu Hause haben. Alexa, rot. Ja, je nachdem, wie du Alexa sagst. Alexa blau. Wie du schon es wieder? Ja. Das war lustig. Schon wieder blau, ja. Gecheckt, ja. Ja, ist doch eine coole Angelegenheit. Ich finde das auch schön, wenn einfach mal so ein. Bitte? Du bist lustiger als iPad. Ich bin lustiger als das iPad. Wenn du sowas mal als Schrankbeleuchtung machst oder mal als Dekobeleuchtung im Allgemeinen. Du kannst so eine LED-Lichterleiste übrigens auch mal in eine Pflanze reinhängen. Die werden ja nicht heiß, die Dinger. Die kannst du also überall dorthin hängen, wo du sie hinhängen möchtest. Sogar mal direkt auf eine Tapete drauf, was du normalerweise mit klassischer Beleuchtung, mit der Glühbirne früher unmöglich hättest machen können. Das hier mal als Fernsehhintergrundbeleuchtung, ich finde, das wertet das Bild optisch schon um ein Vielfaches auf. Es wirkt wesentlich größer, finde ich, wenn du hier eine Hintergrundbeleuchtung mit dabei hast. Außerdem schonst die Augen. Es gibt Fernseher, die haben das integriert, Hintergrundbeleuchtung. Die kosten aber ein schönes Geld, wollte ich gerade sagen. Ja. Und hier kannst du es nachrüsten, in dem Fall auch für 5 Euro. Und mit 2 Metern, da kannst du also wirklich oben und unten oder um die Ecke mal kleben. Das ist perfekt. Die Bestellnummer für diesen LED-Streifen ist die ZX5106 und die 569. Der Preis, ja, wie alles in dieser Show, gerade mal 5 Euro. Und das war sie schon wieder, unsere 5 Euro Überraschungsshow. Ich war richtig froh, dass wir wieder Spielzeug drin hatten. Die Spielekonsole ist mein Highlight. Hattet ihr auch welche? Batterietester. Der Batterietester, ganz praktisch gedacht. Und Sie holen sich jetzt Ihr Lieblingsprodukt und dann viel Spaß damit.